Guten Morgen. Nicht erschrecken. Das sieht vielleicht ein bisschen gruselig aus. Wir sind heute in Kaikoura unterwegs zu einem Dolphin-Encounter. Und es ist 4 Uhr gewesen, als wir aufgestanden sind. Jetzt ist es irgendwie kurz vor 5. Ja, Viertel nach 5 geht die Tour los. Und ja, wir können mit den Dusky Dolphins schwimmen heute. Und das haben wir uns schon Jahre gewünscht. Und ja, jetzt, heute ist der Tag. Tada! Die Dusky Dolphins, die gibt es nur hier an der Küste von Neuseeland und an der Küste von Peru. Und die sind total verspielt und ja, mal gucken, wie das so wird. Hoffentlich spielen sie auch mit uns. Ja. Gestern, als wir ankamen, da war das Meer total rau und es war windig und da waren wir uns erst nicht so ganz sicher, ob wir das tatsächlich machen wollen. Aber jetzt über Nacht hat der Wind sich gelegt und ja, es geht. Es ist kalt und also verhältnismäßig sind 11 Grad. Das Wasser ist bestimmt arschkalt, aber man bekommt auch Wetsuits und alles. Ja. Sind wir gleich komplett eingekleidet. Ja. Und ich weiß nicht, wie wir auf dem Boot vloggen können. Also vielleicht wird das eher ein nur Bilder. Das könnte passieren. Bilder und Fazit. Genau. Also wir melden uns auf jeden Fall nach der Tour nochmal. Ich bin am Bus, hat ein Safety-Briefing noch bekommen. Jetzt geht's aufs Boot. Es hat gerade schon richtig cool angefangen, weil wir haben gerade Hector's Dolphins gesehen. Das sind ganz selten, die wir in Greymouth schon mal gesehen haben. Jetzt geht die Sonne gerade auf. Thank you.
Dank. Ja. Mann, war das unfassbar cool. Ja. Leider ist uns auch ein bisschen flau im Magen. Der Dieter ist ein bisschen schlecht geworden, schon bevor wir ins Wasser sind. Bucket-List-Moment. Den Bucket haben wir gebraucht, auf jeden Fall. Wir waren aber ein paar Mal im Wasser und die sind einfach total nah an uns vorbeigeschwommen und haben mit uns gespielt. Und also das war total krass. Rum gesprungen und geschwommen und... So viele. Und wir haben noch einen Buckelwal gesehen, stimmt. Kleinen. Und den Hektor-Dolphin nochmal. Das habe ich schon erzählt. Ach so. Voll cool. Ja, das hat sich sowas von gelohnt. Ja, richtig, richtig cool. Also so viele, ich weiß nicht, kannst du das schätzen, wie viele das waren? Hunderte, also keine Ahnung. Das war eine riesen Gruppe zum Schluss. Ja. Da waren kleine, große, die sind rumgesprungen wie die Bekloppten. Ich hoffe, dass man auf der GoPro irgendwie ein bisschen was davon sieht. Ja, weil wir konnten nicht mit der guten Kamera filmen. Wir haben uns beide nicht mehr geschafft, reinzugehen, um die zu holen. So schlecht, wir konnten uns nicht mehr bewegen. Und ich war die Erste, die sich übergeben musste. Und dann nach und nach Chain Reaction, Kettenreaktion. Ja. Hat alles funktioniert. Die haben nur noch einmal verteilt. Ich habe ihn nur gehalten, ich musste nicht. Ja, dann warst mir du war wahrscheinlich schlecht. Der Einzige. Ja, ich war der Einzige, der den einmal nur festgehalten hat. Aber also gut ging es mir auch nicht zum Schluss. Und sie haben gesagt, das Wasser wäre noch sehr ruhig gewesen, aber sie sind das gewohnt. Irgendwie ist das wohl so. Und dann hat man halt diesen engen Wetsuit an und den Hoodie noch und das drückt halt hier so drauf und auf den Bauch. Und dann war ich auf Toilette und in diesem engen Raum und ohne Sauerstoff und dann war es vorbei. Der hat so gewackelt. Ging gar nicht mehr, ja. Aber ich habe mich dann noch zusammengerissen und war zweimal oder dreimal sogar mit drin. Dreimal auf jeden Fall. Beim letzten Mal konnte ich einfach nicht mehr. Und dann habe ich von draußen geguckt und die haben einfach so Backflips gemacht und ach. Die haben richtig Spaß gehabt. Die haben da echt mitgespielt und die füttern die nicht an hier. Also die sind einfach hier das ganze Jahr in Kaikoura und immer an so bestimmten Orten, aber genau. Wir haben sie auch nicht direkt gefunden, deswegen mussten wir dann noch ein bisschen weiterfahren. Ja. Also die sind nicht irgendwie dressiert oder gezähmt oder irgendwas, das sind wirklich freie, wilde Delfine, die einfach Spaß dran haben, wenn da so ein paar komische Gestalten ins Wasser kommen und alle seltsame Geräusche machen. Ja, man soll nämlich Geräusche machen und sich möglichst viel bewegen, dass sie einen interessant finden und dann spielen sie mit dir. Und das hat funktioniert. Das hat echt funktioniert. Und es klang ziemlich lustig von außen, glaube ich. Ja. Die ganze Zeit. Und dann im Wasser mit dem Schnorchel. Ja. Oh, das war wirklich ein schönes Erlebnis. Auf jeden Fall. Und man kann auch, entweder man kann schwimmen oder man kann auch nur vom Boot aus gucken. Das geht man nicht ins Wasser, kann als Spectator mitfahren. Wir haben bezahlt $175 pro Person minus 10% wegen diesem Top 10 Rabatt. Ja. Und ich weiß gar nicht, was der Spectator kostet. Ich glaube $79 oder $89, sowas um den Dreh. Okay. Vielleicht müssen wir gleich nochmal gucken. Also, hat sich gelohnt und trotz Seasickness, aber jetzt gucken wir mal hier, ob wir hier was runterbekommen zum Frühstück. Ansonsten fahren wir auf den Campground und ruhen uns heute nur noch aus. Ja, war ganz schön früh heute Morgen. Wir wollten auch noch mal erzählen, wie das gestern bei dem Dolphin-Encounter so abgelaufen ist. Also wir sind um 4 Uhr aufgestanden. Die Tour oder der Check-in für die Tour war um 5.15 Uhr und um 5.30 Uhr ging es los. Dann haben wir erstmal so ein kurzes Briefing bekommen, wie der Tag ablaufen wird. Haben dann unsere Klamotten bekommen. Also man hat lange Wetsuits, Flossen, Schnorchel, Maske. Und eine Haube. Genau. Dann haben wir uns ein Sicherheitsvideo angeschaut und dann ging es auch schon in den Bus. Dann sind wir 5 Minuten oder 10 Minuten
zur Südseite der Peninsula gefahren und von da ging es dann aufs Boot. Man fährt zwischen 15 und 30 Minuten zu den Delfinen dann, je nachdem, wo sie sich aufhalten, denn sie haben ja einen kompletten Ozean zur Verfügung. Dann ging es auch schon das erste Mal ins Wasser. Ja, und wir sind insgesamt fünfmal ins Wasser, wovon Ben und ich dreimal im Wasser waren. Ich konnte dann einfach nicht mehr und ich glaube, Ben war so nett und ist dann auch nicht mehr gegangen. Mir wäre dann aber auch ein bisschen. Und das Boot wackelt schon ziemlich. Also die See ist hier nicht wirklich ruhig, auch wenn sie gesagt haben, es war. Wir haben noch einen ruhigen Tag erwischt. Ja, genau. Ich will nicht wissen, wie das ist, wenn es richtig windig ist. Ja, und aber die waren so lieb, also die Ja. haben da reihenweise Eimer verteilt. Tja, zum Schluss gingen die raus wie nix. Dann kamen wir noch kurz angehalten und konnten Fotos machen von den Delfinen oder hätten Fotos machen können. Wenn wir uns noch hätten bewegen können auf dem Schiff. Danach ging es dann einfach zurück zu der Basis, also wieder mit dem Schiff zurück, mit dem Bus zu der Basis. Und dann hatten wir noch Zeit, uns in Ruhe umzuziehen, zu duschen, um aufs Klo zu gehen. Alles ganz entspannt. Und da ist dann auch direkt ein Café drin. Können wir sehr empfehlen, war extrem gut. Selbst bei flauem Magen haben sie ordentlich Ginger Tea empfohlen, der Lisa. Ja. Und der hat auf jeden Fall sehr gut gerochen. Und der Kaffee und das, was da zu essen gibt, ist auch sehr gut. Ja, und gestern, also mir ging es den ganzen Tag noch schlecht. Ich musste die ganze Zeit nur liegen, mir war die ganze Zeit nur noch flau im Magen. Und jetzt, heute Morgen geht's aber. Seekrank war ich vorher noch nicht. Also so richtig, dass mir ein bisschen schlecht war auf dem Boot, ja, aber so. So, und jetzt fahren wir weiter. Für uns geht es jetzt weiter nach Nelson und dann geht es morgen nochmal in den Abel Tasman. Hoffentlich haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter und vielleicht gehen wir da dann diesmal auch kajaken. Ja, jetzt sind wir am Strand gestrandet.